Sehr geehrte Damen und Herren, es ist meine große Ehre, dass ich aus den schönen Ruhrgebieten hier zu Ihnen einmal herbeigeeilt bin, weil das ja jetzt um die Tageszeitungen geht. Und ich meine, Sie wissen ja alle, die Zeitung ist ja direkt ein Wunder der Natur, nicht, oder der Menschheit, kann man direkt sagen. Oh Junge, also wenn man das überlegt, nicht, dass jeden Tag so viel passiert in der Welt, nicht, dass gerade die Zeitung davon, also dass das gerade in die Zeitung reinpasst, nicht, könnte auch sein, dass sie vielleicht mal eine halbe Seite freilassen müssen, nicht, oder drei Viertel, nicht, einen anderen Tag sogar noch über den Rand rausschreiben, aber nee, jeden Tag passiert genau so viel in der Welt, dass gerade die Zeitung von voll wird. Nicht? Und ich meine, die Zeitung selber, die hat mich ja eigentlich richtig durchm Leben geleitet, von der Wiege bis zur Bahre. Naja, das heißt, Bahre wollen wir ja nicht hoffen, ne? Aber ehrlich, schon wie meine Mutter eines Knäbleins damals genesen war, nämlich meiner selbst, nicht, da stand das bei uns groß in der Westfälischen Rundschau drin. Nicht, und wie ich Kommunion hatte, nicht, wie unseren Fritzken entflogen war, der Wellensittich, ja, oder dass durch der Rundschau eine breite Öffentlichkeit kundgetan. Und naja, deshalb möchte ich jetzt auch noch so ein bisschen, also dieses Thema Tagespresse und Pluralismus. Meine werte Zuhörer und Zeitungsabonnementen. Wie Sie vielleicht alle schon mal Leuten gehört haben, leben wir ja heutzutage in einer sogenannten pluralistische Dingens. Nicht? Also, das heißt, ich persönlich lebe ja Gott sei Dank nicht da drin, weil bei mir zu Hause, da habe ich ein geordnetes Verhältnis. Ne, ehrlich, da können Sie gucken kommen. Ist alles in Butter. Unsere Oma, unsere Mama, also meine Frau, das unbekannte Wesen. Ja, die Ehe selbst flutscht auch wunderbar. Ich bin jetzt 24 Jahre verheiratet, aber noch nicht ein Leserbrief geschrieben. Nicht, dass ich vielleicht mit der Liebe mal lässig mit hätte, nicht so Schlafzimmer Sachen, ne? Ne, im Gegenteil. Also ich bin ein anständiger Mensch, nicht, keine Ratenschulden, das Häuschen haben wir zu 70% runter, nicht, auch politisch sind wir astrein, nicht, kein Student in der Familie, ach, sowas kommt bei uns nicht in Frage. Nicht, auch sogar meine Tochter Elvira habe ich jetzt noch verheiratet gekriegt, nicht, die hatte oben den Uwe Ellersieg von der Tankstelle. Dass also in diesem Punkt auch die Familienehre wieder eingerenkt ist. Alles. Naja, aber jetzt bei unserem Thema. Die geschichtliche Aufgabe der Zeitung ist ja, wollen wir sagen, eine vielschichtige Angelegenheit. Junge, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also dient die Zeitung dem Dienst der Allgemeinheit als geistlichen Ordnungsfaktor? Wie gesagt, ich hatte das zu Hause so schön eingebimst. Junge, das hat mich gestern die Hedwig noch extra abgehört, aber jetzt ist alles, Mann, oh Mann, du, mein Wissen um die Dinge dieser Welt. Stellen Sie vor, so Sätze kamen davor. Naja, aber jetzt ist eben, was wollte ich dann noch sagen, nicht? Also, dass die Zeitung eben zwischen mir und der Welt ist, nicht? Oder steht, nicht? Mir immer schön Bescheid schreibt, was los ist, nicht? Ja, siehst du, auch beim Mensch bleiben, behilflich ist, Horoskop, Lottoquoten, denn was uns der Hausarzt rät, nicht? Oder für die Frauen Sonderangebote aus dem Konsum, diese preiswürdige Schleudergebote, nicht, dass man dann hinterher gewappnet ist und diesem Pluralismus nicht von den Boxhorn jagen lässt. Alles. Na sicher, ich meine, der Illustrierte, nicht, wenn die so mit den nackten Mädchens da zugange sind, ja sicher, da guckt man schon mal bei die vorne drauf als Mann.
Ich, aber was hab ich davon? Na, selbst wenn ich meinetwegen Witwer wäre, ich käme mich an sowas doch nicht dran. Nicht? Oder wenn mal politisch was am Qualmen ist, nicht? Oder ein schöner Spion ist wieder hops gegangen. Flugzeug haben sie schnell mal anderswohin gelenkt. Ja, das hab ich noch lieber wie Sittlichkeitsdelikte. Aber da steht doch in der Illustrierte erst alles eine Woche oder 14 Tage später. Nee, also ehrlich, für meine Meinungsmache oder Einbildung, ja, Fernsehen zum Beispiel, sehen Sie mal, schön und gut, nicht? Aber kann ich einen Fernseher mit im Garten nehmen oder im Bus rein? Nicht auf eine Toilette, wo ich in stille Stunden der Besinnung denn schön gucke, wie die Welt am Laufen ist, was so vor und hinter mir passiert, nicht was das für Gefahren gibt allein in der Welt. Zum Beispiel die Chinesen, nicht die sind doch mit ihrer Vermehrung zugange wie die Bekloppten, nicht bis eines Tages vielleicht alle auseinanderplatzen bei ihrer berühmten Bevölkerungsexplosion. Ja, da gibt es auf einmal vielleicht mehr Chinesen wie Menschen. Ich käme sie sogar bei uns hier angewackelt mit ihren roten Büchschen in der Hand. Junge, dann hätten wir aber den Salat. Nee, sie, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Aber ich bin neulich eigenhändig mit meiner Gattin. Ich habe das ausprobiert, wie diese Bevölkerungsexplosion funktionieren täte. Und zwar ist er bei uns oben in der Bottroper Straße diese neue Wirtschaft aufgemacht. Spezialitäten Restaurant Shanghai. Und da sind wir mal hin für zum Gucken, wie das nun eigentlich schmecken täte, wenn wir erst alle Chinesen sind. Ach, aber sieh, das geht ja schon los mit der Speisekarte, der Schikanen. Nicht, da hatten sie, also, da ich jetzt nicht lüge, aber mindestens 200 verschiedene Essen sind da drauf gedruckt. Aber in der Schrift, sie, als wenn ich eine Brieftaube die Füße in der Tinte tunke, nicht, und dann über ein Papier jage. Das ist ein Pluralismus, also gemeiner geht es gar nicht. Nee, und nur für lauter Gnade haben sie denn noch in Deutsch dahinter geschrieben. So Haifischflossensuppe, doppelt gebacken mit süß, sauer und Mandeln. Ja, das wollte unser Mama. Ich sag, du bist wohl verrückt. Nicht die alte Fischmauken. Die werden doch bloß doppelt gebacken, weil sie die mit einmal nicht weich kriegen. Ach nee, auf der ganzen Karte kein Kotelett, kein Schnitzel, keine Bratwurst. Ich kann aber jetzt verstehen, warum die Iwans diesen Mao Zedong nicht mehr leiden können. Und der Ober, nicht, das ist ein ehemaliger Kumpel von mir, Jupp Mikulski. Der war früher bei uns Telefonist auf der vierten Sohle. Und den froh ich denn, was ich denn mit meinem europäischen Magen da, nicht, wo ich überhaupt kein Sodbrennen von kriegte. Ja, meint er, wir sollten Rindfleisch mit Bambus, das ging am meisten. Ja, Junge, da sind wir aber nicht drauf reingefallen. Nicht, haben wir Schweinefleisch mit Pilze, weil wir dachten, das wäre vielleicht aus der Büchse, nicht, und könnten die nichts dran versauen. Aber denkst du, die Pilze, das war also wie wenn ich in Garten die Blätter zusammenhake im November. Nicht, und so schmeckte das auch. Nicht, und den Reis dabei, das war nicht etwa leckeren Milchreis, nicht, sondern ganz harte Körner. Kein Zimt bei, und Kartoffeln hatten sie überhaupt nicht. Ja, und jetzt der Jupp, nicht, hat er uns diese Stöckskes gebracht, nicht, dass wir echt chinesisch essen sollten, statt Messer und Gabel. Ja, unser Mama, die hatte ja so ein gewisses Training durch die Stricknadel. Die hat sich ein paar Mal vertan, bisschen Reis in der Nase geschoben, nicht, aber sonst kriegte die da ein ganz schönes Tempo im Reinschieben. Ja, bei mir war das schon schwieriger, weil die beiden Knüppelkästen, wenn ich die am Teller vorne zusammen hatte, nicht, also so ein Stück Fleisch draufgeladen, ja, also bis ich die am Mund hatte, nicht, da waren sie wieder auseinander und platschte das Fleisch wieder von runter. Ne, aber da hab ich ein gutes Patent bei erfunden. Ich hab die Dinger so am Teller, nicht, einfach aufgespießt, nicht, und denn wie Schaschlik durch die Zähne gezogen. Das ging dann prima. Na, aber fragen Sie nicht, was das alles gekostet hat. Nicht, für zwei Personen 13,20 Mark. Nicht, 11 Mark mein Anzug reinigen. Und hinterher haben wir am Bütchen noch jeder eine Currywurst gegessen. Hat wir den Abend noch was Anständiges im Magen kriegten.
Ach, nee, du geh mir weg mit den Chinesen. Also wenn die eines Tages bei uns nach Herne kommen, oh, dann zieh ich aber um nach Wanne-Eickel. Ehrlich. Ja, aber sehen Sie mal, das sind ja jetzt alles Probleme. Also wenn ich da meine Zeitung nicht hätte, nicht, dann würde selbst ich manchmal Schwierigkeiten haben, alles zu begreifen. Sicher, im Fernsehen, da wird auch schon mal erzählt, was in der Welt alles passiert. Aber Mann, du, das geht immer so schnell. Nicht, wenn die Politiker da ihre Sprüche, nicht, oder Aussprüche machen. Nicht, wenn der Löwenthal und der Merseburger die anderen dann wieder auf Vordermann bringen wollen. Nicht, oder versuchen. Ja, du, also bis ich das richtig kapiert hab, da ist doch meistens schon eine Wetterkarte. Und den bringen die ja auch nicht alles in Fernsehen. Gucken Sie mal, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Anton Küppers kennen, bei uns oben von den Seifenladern. Oh jo, das ist ein ganz geiziger Hund. Nicht, wenn der schon mal eine Rabattkarte einlösen tut, nicht, 1,50 sind das immer, ach, da tut er sich aber jede einzelne Marke begucken von vorne und hinten, ob das vielleicht nicht eine Fälschung wäre, nur weil er der Pfennige nicht rausrücken möchte. Und bei denen sind sie doch neulich nachts nicht über der Mülltonne, in den kleinen Durchgang sind sie in den Saladen rein. Nicht, das heißt, die können nicht von hier gewesen sein. Sonst wüssten die, dass der Anton der Registrierkasse nachts unter Kopfkissen hat. Ja, haben sie auch nichts gefunden. Aber sie, den anderen Morgen, das hat vielleicht ausgesehen wie Soda und Gomorra. Mit der Ölfarbe auf ein Diabetiker-Schokolade, Glas Baby-Spinat kaputt hat, aber der ganze Decke voll grüne Sommersprossen war. Junge, richtig schön pluralistisch. Noch sämtliche Schaufensterscheiben in Eimer. Ja, das war dann in meine Zeitung. Nicht andern Tag zwei Fotos und einen langen Aufsatz. Und im Fernsehen nix. Nicht dafür zeichnen sie wie irgend so ein schwarzen Minister in Bonn aus Flugzeug krabbelt. Ja, ich meine, das passiert doch alle Tage. Ja, aber wer weiß, wann der Küppers mal wieder so ein schönes Malheur passiert. Ja, kann man sehen, dass die Zeitung eben doch besser weiß, was im Ernstfall wichtig ist für die Menschheit. Naja, sicher, der Ellersieg, nicht? Der will keine Zeitung mehr angucken. Oh, die täten ihn zu viel lügen. Vor allem mit der Annoncen. Nicht, da hätte neulich gestanden, vielseitig interessiertes Ehepaar sucht Gleichgesinntes mit fotografischen Neigungen. Ja, hat er angeklingelt, nicht verabredet, so sein Fotoalbum unter den Arm genommen und ist mit seiner Frau dahin. Und nun behauptet er, also die Anzeige, nicht, wäre alles gekrückt gewesen. Nicht, die Leute wären gar kein Ehepaar, nicht, sondern lebten in einer Onkel-Ehe zusammen. Nicht, und die Dame wäre abends um 8 noch in Morgenrock gewesen, nicht? Hätte sie ihn so äugskes zugeplinzt, nicht? Und gleich ihre pluralistische Andeutungen gemacht. Naja, ich sag, das muss eine Ausnahme gewesen sein. Ich lese doch auch die Anzeigen, nicht? Und wieder stand vorige Woche, dass der Rektor Klusenbeuker gestorben war, nicht? Also, das stimmte doch hundertprozentig. Da habe ich mich doch selbst von überzeugt. Ah, nee, du, ich hab gesagt, du bist doch ein Pfeifenheini. Der Amis sind am Mond, sag ich. Der Ärzte verpflanzen die Herzen wie der Radieschen. In 10 Jahren gibt es vielleicht schon Frikandellen aus Seetang. Und diese Probleme willst du meistern, wenn du nicht mehr Zeitung liest? Ne, weißt du, blöd man denn überhaupt, was eine Währungspatrität ist? Ich, oder wie das heißt? Ja, oder? Guck da aber dumm aus der Wäsche. Nee, meine Damen und Herren, werte Abonnementen, wir alle leben in einer Zeit, dass ein wirklich Angst und Bange werden könnte, wenn sie ein Bescheid sagten, was los ist. Jedenfalls die Zeiten, wo wir im Bärenfelle gehüllt unseren Met tranken und friedlich mit den Keulen aufeinander losgingen, wie die schönen Tage von Aranjuez sind doch jetzt vorüber. Nicht, damals war die Welt noch in Ordnung, aber heute, nicht, wenn wir diesen ganzen modernen Käse im Gehirn des Menschen nicht auf Vordermann bringen, nicht, und sozusagen Winterhilfe, nicht, oder Lebenshilfe, wie es jetzt heißt,
nicht leisten, dann werden wir doch die Karre der Zukunft nie aus dem Dreck ziehen und die Qualität des Lebens endlich da. Weiß ich auch nicht. Ich meine, ich weiß doch Bescheid, aber die Politiker, die ganze hohe Herren da oben, die sollten den Pluralismus mal anständig mit Druckerschwärze am Butterbrot geschmiert kriegen. Und stelle ich den Antrag, dass meine Westfälische Rundschau den Segen der Menschheit, die Zukunft auch weiterhin am Ball bleibt, für das wir eines Tages wieder mit den Dichterworten schließen können. Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Augenblick, warten Sie mal am Zettel, gucken, was habe ich noch? Das war schon alles, ne? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.